Heute Morgen hat mich mein Social-Media-Account überrascht und mir gesagt, dass ich heute exakt vor 5 Jahren in London war. Ja, was ich schon nicht mehr wusste, hat sich mein Profil super gemerkt, sozusagen mein digitales Erfahrungsgedächtnis. Und genau das spielt eine immer größere Rolle in der Automobilindustrie, nämlich mit dem digitalen Zwilling. Herr Teufel, ist das wirklich so eine Art Social-Media für die Industrie oder wie kann man sich das vorstellen beim digitalen Zwilling? Wäre schön, wenn wir schon so weit wären, wie die Social-Media-Seiten sind. Man muss es sich so vorstellen, wie Ihr Social-Media-Profil Sie überrascht hat, versuchen wir, verschiedene Datenbasen zu vereinen. Sie werden dann für Produkte von Schaeffler nicht nur den Social-Media-Account haben, sondern auch die Krankenakte von Ihrem Arzt, vielleicht auch die Schulzeugnisse. Und das kombiniert, ergibt dann hoffentlich einen Mehrwert, den wir dann auch dem Kunden offerieren können. Das heißt, ich kann mir das so vorstellen, dass da verschiedene Quellen, Datenquellen angeknüpft werden und alle in einem, in einem Account sich widerspiegeln. Exakt. Oder was macht man dann damit? Wir können angefangen von unserem Engineering-Umfeld Daten viel effizienter austauschen. Wir können in die Produktion gehen, Produktionsprozesse vernetzen. Möglicherweise auch in Zukunft die Produktionsprozesse so weit vernetzt haben, dass eine automatische Optimierung stattfindet. Plus, wenn wir weiterdenken, wenn wir dann wirklich beim Kunden sind, die Welt verändert sich, wir haben urbane Mobilität in Zukunft, es wird kein Auto mehr besessen werden, weniger besessen werden, dann können wir Flottenbetreibern und dem Endkunden Mehrwerte bieten, ohne dass er sich um sein Auto kümmern muss. Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich muss es mal, hier haben Sie was mitgebracht bei dem Exponat, ich mache das einfach mal. So, schwupps. Jetzt sind wir auf dem digitalen Zwilling. Wie stelle ich mir das vor? Das sind einfach nur Daten auf einem Blatt und dann sitzt da jemand davor und liest das oder sitzen da ganz viele verschiedene Disziplinen schon zusammen und lesen das Ganze gemeinsam aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Der Punkt ist gemeinsam. Man liest auf der gleichen Datenbasis aus, man gibt in die gleichen Datenbasis ein. Und dadurch entstehen Schichten und Sichten auf Produkte, die ich mir dann so schneiden kann zu dem Problem, mir die Daten holen kann, die ich brauche. Ist das dann für ein Auto auch so, dass man quasi wie bei mir jetzt mit dem Social Media Profil, dass es dann nur auf das, was ich gerade eingegeben habe, zurückgreifen kann? Oder ist das schon so smart und kann quasi auf die Generationen davor auch noch zurückgreifen, auf Vorgänger? Wenn Sie zum Beispiel verknüpftes Profil mit meiner Mutter zum Beispiel, ich spinne jetzt mal ein bisschen rum, wäre das übertragbar bei einem digitalen Zwilling auch? Ist übertragbar. Jetzt baut Schaeffler Lager. Lager hat eine Generation, die auch mal existiert hat. Also mit jeder Generation sammeln wir Daten an, auch über die Stähle, also unser Material, das wir verwenden. Das ist wie bei einer Krankenakte von Generationen. Ja, Ihre Familie ist vielleicht kurzsichtig, weitsichtig, weiß ich nicht. Aber auch diese Tendenzen kann man im Produkt ablesen dann. Das heißt, man kann dann auch Vorhersagen treffen oder wie ist... Das wäre dann der Sinn dahinter, dass man von einem Condition Monitoring, ja, das ist ja der Herzschlag eigentlich, eine Projektion macht, wie lange schlägt das Herz, hoffentlich lange, oder wann muss ich eben das Herz tauschen. Ich ziehe das hier mal noch eins weiter, da steht nämlich jetzt Smart Engineering. Das ist ja auch sowas, also gerade im Moment haben Sie gesagt, Prognosen kann man rausziehen. Das Optimieren kann aber auch auf andere Art und Weise stattfinden, oder? Also nicht nur Zukunft, sondern man kann auch sagen, hier ist es im digitalen Modell dann besser auslesbar als in einem analogen, oder? Analog haben wir Gott sei Dank nicht mehr. Was wir machen können, ist, was heute gang und gäbe ist, sind Simulationen auf Planwerten. In der Zukunft können wir Simulationen auf Ist-Werten, auf dem, was Sie erlebt haben, heute machen und dadurch eine ganz andere Güte erreichen. Ja? Wir müssen uns nicht mehr darauf verlassen, dass jemand annimmt, die Spezifikation hat so und so auszusehen, sondern wir wissen das, weil das Produkt uns das gesagt hat. Können wir mal vielleicht ein Beispiel dafür geben, damit man sich das mal vorstellen kann? Weil im Moment gerade ist es für mich, ich habe jetzt verstanden, Sie machen so digitale Abbilder, Gedächtnisprotokolle, vor allem von was ist das, Produkten, von Gesamtfahrzeugen, von was genau? Das können Sie sich skalieren, ja? von einem kleinen Lager bis hin mit Kundschaft für Flugzeugtriebwerke. Ja? Da kann man jetzt diesen Zwilling skalieren. Jedes kleine Produkt wird dann einzahlen auf einen Zwilling von einem Triebwerk, von einem Flugzeug auch. Also wir können ein Beispiel geben, vielleicht aus der Produktion, wo wir sagen, mit den Daten, die wir heute haben, kann ich wunderbar auf dem Papier oder auf dem 2D-Bildschirm berechnen, wie eine Produktion auszusehen hat, aber ich stecke nicht wirklich drin. Habe ich jetzt komplett die Daten, die Abläufe, den Prozessablauf und wie die Maschinen sich bewegen, wie die Bohrmaschine nach unten geht zur Not, habe ich das drin, kann ich mit einer VR-Brille auch einsteigen und wirklich die Abläufe mir anzeigen lassen. Oder ich bin im Ablauf drin und sehe, wie ist die Handhabung denn wirklich vor Ort.
Das klingt auf jeden Fall schon sehr, sehr futuristisch, was Sie heute schon können. Was ja auch so was Tolles ist bei diesen ganzen Social-Media-Sachen, ist, das funktioniert ja weltweit. Das haben Sie schon gesagt, das funktioniert interdisziplinär, weil plötzlich alle diese Daten zur Verfügung haben und alle lesen können an der Stelle und nicht nur einzelne Bereiche. Funktioniert das auch weltweit, dass quasi nicht nur Sie hier in Deutschland, sondern auch die Kollegen in China und Co. mitlesen können? Prinzipiell ja. Es sind natürlich an Landesgrenzen auch legale Grenzen geknüpft. Wie wir Daten austauschen dürfen über Landesgrenzen, ist im Einzelfall dann zu prüfen. Aber theoretisch möglich. Dann sage ich mal Daumen hoch, I like für den digitalen Zwilling und vielen, vielen Dank, Herr Teufel.